Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Schon gehört, dass wir neue Teile reingekriegt haben? Sind alle eingebaut und einsatzbereit. Ich hoffe, Sie bringen was. Okay, wir ändern dein Setup. Lass uns ein paar Runden absolvieren.
Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. War nicht gut, du musst dich noch verbessern.
Okay, der Test ist beendet, aber wir haben leider nicht bekommen, was wir brauchen. Wir müssen nochmal beginnen. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Bereit?
Erhöhen wir das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Wir haben bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Versuch es besser noch einmal. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Norris, Ricciardo und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Nun, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Was sagen Sie dazu? Können Sie mir erklären, was da heute schiefgelaufen ist? Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr?
Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie über einen Wechsel zu diesem Team nachdenken. Stimmt das? Danke für den Kommentar. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke ist nass.
Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran. Alles fertig, wir sind bereit.
Laut Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. So wechselhaft, wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Thank you.
Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Leclerc und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Was ist passiert? Bist du in Ordnung?
Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Perez und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Sie hatten ein Missgeschick im Training. Wird sich das auf die Qualifying-Session oder das Rennen auswirken? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Klasse, das war dann alles.